Hallo Leute und herzlich willkommen zu Flixbus Simulator. Heute mal etwas ganz Spezielles, aber ich laber gar nicht drum rum, lange drum rum. Ich habe hier mal ein Spiel vorbereitet. Ich hoffe übrigens, der Greenscreen ist genug hell. Das wäre sonst wieder richtig scheiße. So Leute, wir machen jetzt heute aber was ganz Spezielles. Und zwar drücke ich schon mal auf Spiel starten. Ihr seht wahrscheinlich schon den Titel und den Thumbnail, ne? Aber wir werden heute erstmal die Leute aufladen, ne? Ich kann es ja Step-by-Step erklären, ne? Okay, Leute, ich bin jetzt da. Und wir checken jetzt mal ganz kurz alle Passagiere ein. Fahren wir nach Würzburg? Ich glaube schon, oder? Ja, ja scheinbar. Alter. Oh, Grüße, Digga. Moin, moin. Ey, wieso sind hier so viele Schweizer? Ist ja schön, Digga. Fühle ich mich direkt zu Hause. Ja, Grüezi, Alter. Ey, als ob alle mit können. Ach so, ja, ich habe mich noch vergessen. Alles, alle richtig. Ist ja geil. Ja, Digga, mach jetzt zu den Laden hier. Hä, Digga, die Türen gehen die ganze Zeit selber auf. Ich fahre jetzt einfach, ist mir wurscht. Ach ja, und bevor wir jetzt losfahren, gibt hier ein kleines Add-on jetzt. Und zwar machen wir uns jetzt hier eine Handelscheibe. Ich habe sogar zweimal. Und das kommt jetzt schön hier aufs Gaspedal. Dann düsen wir los. Wir machen einfach den Tempomat auf voll. Ihr könnt mir aber vertrauen, dass das Ganze auf Fullspeed sein wird. Und ich halte jetzt einfach das Pedal an Boden. Wir ignorieren sämtliche Vorschriften natürlich. Geht das lang, bis der einlenkt. Oh mein Gott, das wird ja lustig hier aus der Stadt raus schon. Wir haben jetzt langsam, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ist denn Fullspeed in unserem Bus? Wir fahren einfach mal, bis die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr hochgeht. Schön mit 100 durch die Innenstadt. So, jetzt habe ich den Tempomat drin. Jetzt kann ich meinen Fuß nämlich auch... Oh, oh. Biegt doch nicht ab. Also, nochmal, voll beschleunigen, einfach wenn es Unfall gibt. Macht das auch in Real Life so? Macht das nicht. Wir holen mal ein bisschen aus. Wie gesagt, ich habe das Pedal noch am Boden. Wir sind noch nicht Full Speed gerade wieder, aber das kommt. Zum Glück sind diese Stangen nicht so fest angemacht. Oh Gott, Alter. Also noch ein bisschen Tempo, dann kann ich hier wieder den Tempomat reinschalten. Oh, ist gut. Wir haben das. Was? Oh! Alter! Junge! Wir sind im Baum gelandet. Das stimmt. Ich habe leider keine Ahnung, wo wir sind, Leute. Aber das. Alter. Das kommt gut. Doch, doch, die führt auch nach oben. Mit bisschen Sprungschanze, Digga. Ist ein bisschen am. Oh, Scheiße. So, wir kommen jetzt, ne? Kann ich langsam wieder den Tempo mal ranmachen? Geh mal auf die Seite hier mit deinem. Ja, ich konnte es jetzt nicht lesen, ne? Aber der muss trotzdem jetzt hier mal ein bisschen weg Platz machen, ne? Irgendwie hängt da einer an meiner Seite. Digga, verpiss dich doch. Scheiße. Scheiße. Rüber, lenk doch. Oh mein Gott, das Lenkrad ist null empfindlich, ne? Also natürlich Autobahn jetzt nicht so lustig, ne? Naja, vielleicht passiert hier noch was Cooles, ne? Oh, wir müssen hier raus. Ja, schon jetzt? 250 Kilometer sind es doch noch. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein Autobahnwechsel. Oh, da drüben. Es gibt jetzt Traktoren hier? Oh, der hat auch ein bisschen. Oh, Scheiße. Ah, das kommt gut, das kommt gut. Warum soll man sich also anschnallen? Genau deswegen. Ja, Scheiße, jetzt komme ich hier. Oh, warte hier. Meine Chance, wieder rüber zu kommen. Ich hab's verpasst. Okay, kommen wir perfekt wieder raus. Was für ein schwerer Unfall, Digga. Wir haben ein Schild umgefahren. Tempomat. Aktiviert. Und ja, ich könnte jetzt wieder einen Roman halten, wieso ich wieder so lange weg war und wieso erst jetzt wieder ein Video kommt. Aber wir lassen das einfach mal und fahren hier weiter, wo man eigentlich nur 60 fahren dürfte. Hey, was war denn jetzt los? Ja, ist irgendwie doch, ich dachte, die Challenge ist jetzt mega spannend und mega intensiv, aber irgendwie ist ja nur Autobahn fahren, habe ich irgendwie auch nicht so überlegt, ne? Hey, guck mal, jetzt gibt es sogar richtige Baustellen. Vorher war das nur so abgesperrt und jetzt ist hier richtig mit auf dem Bau und so. Ja, also entspannter Job so als Busfahrer, ne? Oh, wir müssen hier runter, schon wieder. Schon wieder fast verpasst. So, nur noch 180 Kilometer, es wird langsam weniger. Okay, und ich glaube, jetzt könnte es dann witzig werden, weil wir müssen... Oh ja. Wir müssen... Oh Gott. Wir müssen auf so einen Kreisel-Dings, also Kreisel. Oh. Geht's auch etwas langsamer? Nee, das wird jetzt gleich interessant. Oh mein Gott, was bin ich für ein... Oh nein. Nee, ist alles gut, ist alles gut. Ich muss jetzt hier einmal rüber. Entschuldigung, Cheap. Ja. Mit einer Hand, Leute, mit einer Hand. Ich kenne
Nein, ich muss hier rüber. Ciao. Wieder wie er kann. Alter. Oh. Hilfe. Ich sehe nichts. Ich lebe. Wo ist mein Gaspedal? So. Alter, ich sehe nichts, aber es schüttet richtig. Und wir sind wieder auf Kurs. Das war ein Laster, circa 10 cm vor unserer Fresse. So, jetzt hier rein, Digga. Ich auch, Digga. Also wir können jetzt hier auch wieder, aber extra eine schnelle Brille, ne? Damit wir auch ein bisschen schneller fahren. Das hilft, Leute. Vertraut mir. Alter. Ja, Digga, die fahren mir alle auf. Der Bus zieht auch einfach nicht mehr. Oh, ich weiß gar nicht warum. Alter, da brennt ein Auto. Geil. Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Also, weiß ich jetzt nicht, ob du in Physik aufgepasst hast, aber wir sind boah, knapp daran, ne? So eine dumme F schon eigentlich bodenlos langweilig, dieses Spiel. Du fährst einfach und es passiert nichts, Digga. Einfach nichts. Scheiße. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Oh, ich weiß nicht, Alter, bei Red oder so. Also, es sind auch gleich 20 Kilometer. Es geht nicht mal weit, ne? Bald haben wir es endlich geschafft, Alter. Oh, wir müssen hier raus. Scheiße. Immer im dümmsten Moment. Ach du Kacke. Hä? Ich Hallo, ich muss muss hier da raus. raus. Ich darf nicht bremsen. Ich muss jetzt den leider. Scheiße, Alter. Muss jetzt hier raus. Achtung. Ich muss Rückwärtsgang einlegen. Das geht sonst nicht. Tut mir leid. Geh mal auf die Seite. Ich muss hier ganz kurz durch. Habe ich ein bisschen verfahren. Ich weiß. Jetzt geh doch auf die Seite, Leute. Das bringt sonst allen nichts. Ja, schön. Jetzt geh doch auf die Seite, bitte. Och Mann. Jetzt steht ein Quer da drin. Wie soll ich denn so arbeiten, Digga? Ja, genau. Geh mal weg. Geh mal weg. Jetzt ist. Das ist doch jetzt kein Problem meiner Stufe, Digga. Oh, ich drück das Pedal durch. Ich sag, wie es ist. Was passiert, wenn ich mich zurücksetze? Ist das richtig hier? Jetzt ist ja gigahohe Kilometeranzahl wieder. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Was hat der jetzt schon wieder mit seinem Scheißwagen? Müssen wir ganz kurz einschlagen. Und 14 Kilometer. Und die jetzt mit Vollspeed durchhassen, dann kommt das gut. So, Schild kommt mit. Oh. Tempomat ist noch nicht drin, weil es. Das ist doch gescheppert, Digga. Und da liegt noch eine Straßenlampe. Geil, Alter. Jetzt bitte kein Unfall mehr. Oh! Was ist das für ein Auto, Digga? Ich fahre damit 130 rein. Es bleibt einfach stehen. Jetzt bitte. Ich habe die Pakete mitgenommen. Und du auch. Und oh mein Gott, wo muss ich denn hier auch lang, Digga? Was ist das denn für eine Strecke? Lenkt um, lenkt um. Ja, überpünktlich, ne? Die Türen sind immer noch offen. Nein, Digga, ich will aufsteigen. Tempomat ist immer noch drin. Ja, ne? War das nächste Mal immer mit mir, okay? Ich kann die Tür immer noch nicht schließen. Ich würde sagen, solider Abschluss, ne?